Hallo, ich möchte euch kurz die Bücher vorstellen, die ich im Dezember gelesen habe. Das erste Buch Anger is a Gift von Mark Oshiro. Dieses Buch ist ein Jugendbuch, bei dem mich der Titel einfach angesprochen hat. Das Thema des Buches ist rassistische Polizeigewalt mit dem Schwerpunkt auf Gewalt gegen schwarze Personen. Dieser Schwerpunktaspekt ist nicht Own Voice. Der Vater der Hauptperson Moss wurde vor einigen Jahren von der Polizei umgebracht und nun wird an seiner Schule ein Metalldetektor samt Polizisten aufgestellt. In dem Buch geht es jetzt darum, wie er mit seinem Trauma und auch der neuen Situation umgeht, von individuellen Lösungen hin auch über Protestaktionen. Ein großer Anteil der Story ist auch eine schwule Liebesgeschichte und insgesamt ist das Umfeld von Moss auch sehr divers in Bezug auf Race und queere Identitäten. Das hat mir sehr gut gefallen und davon ist auch einiges Own Voice. Der Autor ist nämlich queer, non-binary und Latinx. Insgesamt hat es mir sehr gefallen, dieses Buch zu lesen und ich freue mich, dass ich es gefunden habe. Das nächste Buch, was ich gelesen habe, gehört in die Kategorie Klassiker. Es ist Dawn von Octavia E. Butler. Dieses Buch wurde mir geliehen und ich freue mich darüber sehr doll, denn es hat mir richtig gut gefallen. Es ist ein Sci-Fi-Buch und es spielt, nachdem sich die Menschheit quasi selber ausgelöscht hat. Es geht hier um die verbleibenden Menschen und die Aliens, die diese gerettet haben. Die Hauptperson Lilith ist ein Mensch und sie muss sich den Umständen der Isolation und später auch an die Gegenwart von Aliens und anderen Menschen anpassen und genau sehr schnell die Situation verstehen und auch das Gegenüber verstehen. Es geht hier hauptsächlich um psychologische Überlegungen und so Gruppendynamiken, würde ich sagen, was ich persönlich ja mega spannend finde. Es wird auch viel so die Hilfe von den Aliens beschrieben und das fand ich zum Teil etwas schwierig zu lesen, weil das war einfach sehr herablassend und übergriffig. Aber genau das ist ein Thema von diesem Buch auch. Was mir so ein klein bisschen gefehlt hat, war Queerness. Also so ansatzweise Überlegungen in Bezug auf zum Beispiel Geschlecht oder sexuelle Identität oder sowas. Genau, aber mir hat dieses Buch richtig gut gefallen. Das wäre nur so das i-Tüpfelchen gewesen. Ich habe dem Buch trotzdem 5 von 5 Sternen gegeben, weil es mich sehr gut unterhalten hat und gleichzeitig auch zum Nachdenken gebracht hat. Also ich kann dieses Buch auf jeden Fall sehr weiterempfehlen. Das nächste Buch ist eine Sammlung von Kurzgeschichten. Es heißt New Suns Original Speculative Fiction by People of Color, herausgegeben von Nisi Shawl. Von diesem Buch habe ich das erste Mal von Anjari von Onyx Pages gehört. Der Titel sagt, was das Thema dieser Sammlung ist: Speculative Fiction von POC. Das ist der gemeinsame Nenner. Mehr gibt es, glaube ich, nicht. Deswegen fällt es mir jetzt hier etwas schwer, alles zusammenzufassen. Und jede einzelne Geschichte wieder kurz zusammenzufassen, würde hier so ein bisschen den Rahmen sprengen. Ganz am Anfang gab es einige Geschichten, die eher so Richtung Horror gingen, was ich ja nicht so gerne mag. Ich habe dann überlegt, ob ich meine Lieblingsgeschichte kurz vorstelle, aber da konnte ich mich dann wiederum nicht zwischen 6 verschiedenen Geschichten entscheiden. Es gab also einige Geschichten, die mir sehr gut gefallen haben und viele haben mir gut gefallen. Ich lese ja gerne solche Sammlungen, um auch neue AutorInnen kennenzulernen und das hat diese Sammlung auf jeden Fall auch geschafft. Wenn ihr daran auch Interesse habt oder einfach eine große Bandbreite an Genre mögt, von Sci-Fi über Horror und Fantasy, dann kann ich dieses Buch auf jeden Fall empfehlen. Und wenn ihr unsicher seid, ich zum Beispiel habe dieses Buch meiner Bibliothek vorgeschlagen und die haben das dann gekauft. Das letzte Buch ist ein Non-Fiction-Buch. Antifa Genschlik, eine Dokumentation von 1988 bis 1994 vom AK Wanczok. Dieses Buch habe ich freundlicherweise als kostenloses Rezensionsexemplar erhalten und deswegen, aber auch einfach, weil es mir gut gefallen hat, habe ich ein extra Video dazu gemacht. Hier kurz zusammengefasst, es geht offensichtlich um die Antifa-Gruppe Genschlik, die sich 1988 gegründet hat, hauptsächlich von türkischen und kurdischen Personen der zweiten und dritten Generation in Berlin.
Was sie die 6 Jahre gemacht haben, die sie zusammengearbeitet haben, wird anhand von alten Flyern, Artikeln und Interviews gezeigt. Ich fand es sehr interessant, fand es gut und ich glaube auch, dass es einen wichtigen Beitrag zur deutschen Widerstandsgeschichte leistet. Das waren die Bücher, die ich im Dezember beendet habe. Wenn ihr Fragen zu einzelnen Büchern habt oder auch einfach Meinung, dann bin ich sehr daran interessiert. Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Wenn ihr mir ähnliche Bücher empfehlen könnt, genau, bin ich auch immer sehr dafür. Ansonsten war es das. Bis bald.